Hallihallo, hallihallo, hallihallo. Ich spiele ein Fighting Game heute mal wieder und zwar spiele ich Battle Arena Toshinden. Das ist ein Spiel von 95, offensichtlich, wie man auf dem Bildschirm hier sieht. Start. Es ist ist das erste 3D-Spiel, der erste. Erste 3D-Fighter oder auf jeden Fall eins der ersten 3D-Fighter. Ich habe das auf dem PC früher relativ viel gespielt. Okay, ich kann mich nicht bewegen. Okay. Wieso gehen denn diese Controller nicht? Starten wir nochmal neu. Offensichtlich gehen die Analog-Sticks nicht. Das ist interessant für ein 3D-Spiel, aber frühe PlayStation-Spiele, die erste PlayStation hatte ja gar keine Analog-Sticks und ich habe jetzt diesen ganz alten Controller hier nicht. Sondern ich habe hier. Achso, kann man nach hinten? Okay. Kann man irgendwie die Controls denn nehmen? Kannst du ja mit Select. Das ist auch echt seltsam. Wieder, ich habe das seit bestimmt 20 Jahren nicht mehr gespielt. Wenn nicht sogar länger. Es ist ja knapp 30 Jahre alt, 28 Jahre alt. 27. Auf jeden Fall alt. Echt sluggy. Muss aufpassen, dass man nicht keinen Ringout hat, ne, durch. Ah, shit. Ist echt langsam. Also, das ist jetzt die PAL-Version. Man würde ja vermuten, mit L, mit einer der linken Schultertasten, würde man nach links rollen und mit einer der rechten nach rechts, aber das stimmt nicht. Sondern einfach mit der vorderen Schultertaste rollt man nach vorne und mit der hinteren Schultertaste rollt man nach hinten ins Bild. Natürlich auch okay, kann man sich auch merken. Echt sluggy. Müsste eigentlich mal die NTSC, eine NTSC-Variante davon besorgen, wie aus Japan oder so. Gucken, ob das dann besser läuft. Oh.
könnte mal im Handbuch nachgucken. No problem. Ob da ein paar Special Moves drin sind. Kurz ins Handbuch rein. Wozu haben wir das denn da? Ja, da sind tatsächlich Special Moves drin. Guton Armee, das ist Französisch. Waffenknopf, Trittknopf, Waffenknopf, Trittknopf. Die gleichen Moves wie bei Street Fighter, wie Ryo hat. Ryo. Okay. Farbschema nochmal wechseln. Auch nett. Wo ist denn da? Einfach den auch rauskicken aus der Welt. Ich bin ja nicht so ein Fan von 3D-Fightern, aber man muss sie ja mal eigentlich so ausprobiert haben, ne? Das war sehr knapp. No problem.
Also die... Rattlesnake und Thundering, sagt sie, glaube ich, die ganze Zeit, ne? Moin Sonja! Nanu? Ja, Nanu. Ein altes Fighting Game. Spiele ich hier. Battle Arena Toshinden. Die letzten Tage noch genießen, wo ich noch ohne Probleme Zeit habe, einfach mal so einen Scheiß zu spielen. Problem ist das schon, das Spiel hier. Es ist echt alt. Ja, es wird bestimmt wunderschön, das stimmt. Heute ist tatsächlich unser Termin, aber es geht ja nie nach Termin, ne? Das weiß man ja. Und bis jetzt tut sich halt auch noch nichts. Morgen müssen wir wieder zum Frauenarzt, da gucken wir mal wieder nach. Und dann... bin ich gespannt, was die Frauenärztin sagt. Upsi, jetzt macht er mich hier echt fertig. Ah, shit. Ich will noch schießen! Aber die kommen echt nicht so gut raus. Kam pünktlich, ja. Meine Frau hat so ein bisschen Blasenschmerz. Also sie glaubt, dass es ist, dass das Kind auf die ganze Zeit auf die Blase drückt. Und das ist so ein stechender Schmerz, aber vielleicht hat es auch wirklich Vorwiegend. Ich weiß es nicht. Also ich kann ja auch nicht sagen, was sie fühlt. Sie beschreibt es wie so einen stechenden Schmerz. Und wie Nadeln, die in die Blase stechen. Sagt sie, aber...
Oh, der dreht sich ja ganz schön langsam um, dieser Fuzzi, ne? Das wird hier nichts bei diesem Spiel. Da ist es ganz schön anstrengend. Komm, einmal versuchen wir es noch. Ja, vielleicht, das stimmt, vielleicht brauchen wir den Termin wohl nicht. Aber sie hat das tatsächlich schon so ein paar Tage. Das ist jetzt nichts, was heute angefangen hat. Wenn ich es heute relativ ruhig. Sie hatte schon Tage, die schlimmer waren. Deswegen habe ich jetzt auch kein Problem damit, dass ich hier übersetze und zocke. Weil sie ist auch beschäftigt. Geht's. Ja, wir werden sehen, ob wir den Terminbaum brauchen oder nicht. Ich hoffe ja, dass es, wenn das Kind kommt, dass es irgendwie morgens anfängt. Irgendwie nach dem Kaffee. Oder dann kann man. Ich habe keine Lust, in der Nacht aufzustehen. Ich mache es natürlich, wenn es sein muss, aber es wäre deutlich angenehmer, wenn das irgendwie morgens um 9 losgeht oder um 10. Aber das wünscht sich wahrscheinlich jeder. Das war knapp. Ja, arbeiten. Ach, muss ich ja nicht. Also, morgen ist ja, also heute ist Feiertag, morgen ist Rückentag. Das ist das Gute. Montag würde ich halt arbeiten, aber halt auch nur Homeoffice. Ne? Also ich fahre jetzt nicht irgendwo hin. Und wenn es dann halt losgeht, dann mache ich halt auch Feierabend. Das ist ja das Schöne so mit Homeoffice, dass man dann echt flexibel ist. Aber ich weiß auch, dass es nicht immer geht bei allen. Dass ich da in einer sehr privilegierten Form hier bin.
so um 4 rum. Ich bin um 12:30 geboren. Nachts. Halb eins oder 13:30 nachmittags. Also eigentlich wahrscheinlich sehr entspannt. Ah ja, gewonnen. Ja, 4 Uhr morgens. Ja, also 4 Uhr, wenn es 4 Uhr morgens losgeht, ist auch okay. Also, kann ich aber auch leben. 4 Uhr morgens aufstehen, das geht schon eher. Wo ich halt keine Lust hätte, ist, wenn wir so gerade ins Bett gegangen ist und dann geht's direkt los. Dann kann man gar keinen Schlaf und hat dann irgendwie über 24 Stunden wach. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Aber es macht man natürlich dann auch mit, wenn es sein muss. Shit. Ja, hast wahrscheinlich recht. Wenn es losgeht, ist es ja alles egal. Ich bin, glaube ich, sowieso, ich will nicht sagen, mehr aufgeregt. Aber immer, wenn meine Frau irgendwie Schmerzen hat, das Erste, was ich mache, auf die Uhr gucken. Und dann, falls dann noch Schmerzen sind, damit man dann gucken kann, wie weit die auseinander sind. Auch wenn das wahrscheinlich alles unnütz ist, dass ich jetzt auf die Uhr gucke. Aber das ist schon ein bisschen Reflex geworden. Nein! Na komm. Nee, das machen wir jetzt nicht hier. Zack, 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 zack. Feierabend für dieses Spiel. Guck mal kurz in die Settings, was es dann noch so gibt. Genau, so eine WN-App haben wir uns auch runtergeladen. Ich mache das nochmal auf easy. Weiß ja keiner. Ich frage mich ja, woher weiß man, dass das Wehen sind? Also, wenn man noch nie Wehen vorher hatte. Wahrscheinlich wird man es wissen. Also, keine Ahnung. Lustiges bei uns auf der Arbeit. Da sind noch zwei andere Gewerbeväter gerade. Also einer in Frankreich, einer noch in Deutschland. Mit denen ich zusammenarbeite. In verschiedenen Projekten. Aber das ist ganz lustig, dass wir alle so gedacht haben: Ja, wenn wir jetzt nicht da sind, dann sind wir nicht da. Sind wir im Krankenhaus. Und dass es so flexibel geht, ist halt auch echt geil. Das wäre meiner alten Stelle wahrscheinlich nicht so einfach gewesen. Weil ich da deutlich mehr mit Kunden und Zulieferern zu tun hatte als jetzt. Jetzt mache ich eigentlich nur intern Scheiß. Auch lustig, aber halt auch deutlich entspannter eigentlich. Und dabei besser bezahlt. Ja, große Arbeitgeber sind gut. Haben für alles Prozesse und so. Jeder hat irgendwann, also es gibt für alles gibt es Prozesse. Jeder weiß,
Man kann immer nachfragen, was man machen muss, weil alles schon mal vorgekommen ist. Aber, also, ist auch dadurch manchmal ein bisschen unflexibel. Es hängt dann sehr viel vom persönlichen Vorgesetzten ab. Und da habe ich jetzt echt einen guten. Aber ich muss zum Beispiel, also wenn es soweit ist, muss ich sofort Hotline anrufen und mich mit Urlaub beantragen oder Urlaub anmelden. Weil der Urlaub muss natürlich vorher im System sein, bevor ich weg bin. Ist zum Glück alles abgesprochen mit meinem direkten Vorgesetzten, also dass ich dann spontan 2 Wochen Urlaub mache. Aber ich muss halt dann nochmal ganz schnell mich... Also kann ich auch, wenn ich aus dem Kreißsaal zurückkomme, ne? Einen Tag später ist es schon okay, dann mache ich Gleitzeit einen Tag oder so. Aber Urlaub geht halt erst wirklich... Okay, ich lasse das mit diesem Spiel. Urlaub geht halt tatsächlich erst wirklich... Er muss vorher angemeldet sein. Das sind halt so interne Prozesse, die man da nicht ändern kann. Da gab es schon einmal richtig Ärger, weil ein Kollege von mir Urlaub nachträglich eingetragen hat. In einer anderen Abteilung. Okay, ich glaube, das war's hier für dieses Spiel. Das ist ganz schön anstrengend. Da habe ich keinen Bock drauf gerade. ja, vielen Dank, Sonja, auch für die Erfahrung, die du hier noch geschattet hast. Also, das ist super. Ja, es ist eine spannende Zeit und ja, aber es wird auch gut, glaube ich. Und das Gute ist ja, ich bin ja schon alt und alle meine Kumpels und sowas, die haben schon Erfahrung und von dieser Erfahrung kann ich natürlich auch ein bisschen zehren und da bin ich auch sehr glücklich drüber. Okay, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich mache jetzt hier den Stream wieder aus und bis zum nächsten Mal. Tschüss.